Ich bin Maschung und ich freue mich, dass du heute Abend dabei bist. Wir feiern diese an nach dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute Morgen habe ich einen Blick über meinen Schreibtisch schweifen lassen. Nachdem ich meine letzte Abi-Prüfung hinter mir habe, habe ich an diesem Platz kaum Zeit verbracht. Beim genaueren Hinschauen fällt mein Blick auf meine Patientenverfügung. Ich habe sie vor langer Zeit angefangen, aber nie fertiggestellt, weil diese Fragen nicht so einfach zu beantworten sind. Möchte ich künstlich beatmet werden, Nahrung über einen Schlauch aufnehmen und all das, wenn ich von der Außenwelt völlig abgeschottet in meinem eigenen Körper bin? Schwierige Fragen, über deren Antwort ich mir noch unschlüssig bin. Aber diese Gedanken schiebt man auch gerne mal zur Seite. Über den Tod und das Sterben redet man nicht. Gerade in meinem, eurem Alter spielt das Thema Tod noch keine Rolle. Weniger als 30% der Deutschen haben eine Patientenverfügung. Und gerade bei den Jüngeren ist die Zahl noch niedriger. Aber was soll denn eigentlich mit mir passieren, wenn ich es nicht mehr selbst entscheiden kann? Wenn ich im Koma liege oder aufgrund einer Störung im Gehirn nicht mehr selbst entscheiden kann? Ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass ich eines Tages einfach nicht mehr aufwache. Für mich eine sehr friedliche Vorstellung zu sterben. Aber trotzdem tue ich mir so schwer dabei, das aufs Papier zu bringen. Wenn ich eine künstliche Beatmung ablehne, dann werde ich sterben. Das, was ich aufschreibe, hat auf einmal eine so große Bedeutung. Ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben und wie es enden soll. Und das fällt mir schwer. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch der Wunsch, den Tod herauszögern zu können. Man hört auch immer wieder von den Geschichten, in denen Patienten nach ewig langer Zeit im Koma doch wieder aufwachen und ein normales Leben führen. Und dann frage ich mich, was passieren muss in meinem Leben, dass ich sagen kann, nein, ich möchte keine künstliche Beatmung, keine künstliche Ernährung und auch keine künstliche Flüssigkeitszufuhr. Dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, wenn es so sein soll, dann ist es jetzt okay. Ich habe ein glückliches und zufriedenes Leben geführt. Und ich bin bereit. Manche Menschen haben eine Bucketlist, eine To-Do-Liste fürs Leben. All die Dinge, die man erlebt haben möchte. Ich habe nie eine geschrieben und dennoch habe ich ein paar Dinge in meinem Herzen, die ich gerne einmal sehen und erleben möchte. Aber ich glaube nicht, dass man das Leben anhand einer Liste bewerten kann, dass eine Bucketliste mit vielen Haken ein erfülltes Leben bedeutet und eine mit weniger Haken ein Zeichen für ein weniger erfülltes ist. Und dennoch bin ich der Überzeugung, dass es gut ist, Ziele im Leben zu haben, Träume, an die man sich festhalten kann. Aber ich glaube auch, dass es gut ist, dem Druck mal zu entgehen, das Leben leben zu lassen und sich der kleinen Dinge bewusst zu werden. Den Eiffelturm im Port zu laufen ist sicherlich toll, aber es ist nicht genauso schön, mit guten Freunden am Lagerfeuer zu sitzen und über den schlechten Witz lachen zu können. Ich glaube, manchmal müssen wir uns auf das besinnen, was wir haben und nicht das, was wir noch nicht haben. Und dann sehen wir, dass unser Leben eigentlich doch ganz schön ist. Und der Besuch des Eiffelturms nicht ausschlaggebend dafür ist. Und wenn uns das klar geworden ist, dann fällt es vielleicht ein klein wenig leichter, uns bewusst zu werden, wie wir von dieser Erde gehen wollen, solange wir überhaupt die Gelegenheit dazu haben. Es besteht ja auch die Chance, dass wir eines Tages einfach nicht mehr aufwachen. Und auch wenn der Tod scheinbar noch in weiter Ferne liegt und das auch hoffentlich für viele von uns gilt, sollten wir uns dennoch mit ihm beschäftigen. Gehört zum Leben dazu. Und nun möchte ich mit einem Segen schließen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.